Hallo zusammen, ich habe hier den neuen Secop-Kompressor. Der ist viel kleiner, hat mehr Leistung und wesentlich leichter. Ich bin zurzeit an der Chilventa in Nürnberg. Im Vergleich zum BD35, den wir hier unten haben, ist dieser neue Kompressor von Secop wesentlich kleiner. Er hat nur 1,5 Kilo statt wie der alte BD35 4,5 Kilo. Und er hat einen gewaltigen besseren Wirkungsgrad, COP. Das sehen wir hier auch auf dem Datenblatt. Das verlinke ich euch unten drin. Wir haben zwei Kompressoren. Der eine ist R134A. Der hat 1,4 Kubikhubraum Raum. Und der Kompressor hier hat, das Datenblatt ist falsch, 2,6 Kubikhubraum. Und der COP, der Wirkungsgrad dieses Kompressors, ist 1,6 COP oder Kältezahl. Wenn ich also 100 Watt Strom reinstecke, kriege ich 100 Watt Kälteleistung raus. Und bei diesem Kompressor habe ich ein COP von 1,6. Das heißt, ich stecke 100 Watt Strom rein und kriege dann 150 Watt Kälteleistung raus. Oder umgekehrt, ich habe eine Kühlbox mit einem Tagesbedarf von 100 Wattstunden pro Tag. Dann brauche ich beim alten Kompressor eine elektrische Leistung von 100 Wattstunden. Und bei diesem Kompressor dann nur noch etwa 65 Watt. Also für mobile Boxen kleiner, leichter, leistungsfähiger natürlich optimal. Von der Lieferzeit her, Lieferzeit heißt momentan Muster 2024, das kann aber auch sein Weihnachten. Preis habe ich noch keinen bekommen. Also das heißt, momentan müssen wir immer noch mit dem BD35, der beste Kompressor, den es gibt auf dem Weltmarkt. Wir sehen auch hier die ganze Palette. Ich verlinke euch hier oben ein Video, wo wir die ganze Palette vorstellen. Und hier unten das Video über den BD35 K. Ich wünsche euch einen schönen Tag.